Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ja Leute, ein bisschen creepy, ne? Ihr könnt mich gar nicht sehen, aber ich kann euch sehen. Wobei, wenn ihr mal genauer hinguckt, im linken Monitor könnt ihr mein Gesicht sehen. Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem Video. Und ja Leute, ihr habt mir wieder fleißig Fragen gestellt und ja, diesmal sogar über Twitter und fangen wir einfach mal an. So, und zwar die Lin fragt, würdest du gerne irgendwann mal auswandern? Wenn ja, wohin? Ja, auf jeden Fall. Ich würde sehr, sehr gerne auswandern und ich würde sagen, einfach nur weg aus Deutschland und irgendwo ans Meer, wo es schön warm ist und wo es keinen Winter gibt. Denn ich bin totaler Sommermensch und ich würde sagen, dann könnte ich eigentlich jetzt schon anfangen und einfach nur abhauen. Die Anna fragt, wie viele YouTube-Kanäle hattest du? Also, ich hatte tatsächlich einmal, ich sag euch jetzt einfach meinen Namen. Einmal hatte ich natürlich Black Pommes. Danach hatte ich noch einen anderen Black Pommes-Channel. Dann hatte ich einen, der hieß, Leute, schnallt euch an, Splitix HD. Ich glaube, diesen Kanal gibt es sogar noch. Also, bitte nicht nachschauen, denn diese Videos waren sowas von grottenschlecht und die sind so alt. Also, Splitix HD, nicht angucken, Splitix HD, nicht angucken. Hi Leute, hier ist Gigantex HD. Das ist mein allererstes Video von Commentary, nicht Video, von Black Ops 2 mit einem Freund namens Black Pommes FE. Und dann hatte ich, glaube ich, noch einen vierten und das war Hoshi Tod. Ich glaube, der hieß Hoshi Tod. Ich meine, der hieß Hoshi Tod, wirklich. Also insgesamt vier Kanäle. Luen fragt, läufst du manchmal nackt in deiner Wohnung rum? Also, ja, wir haben zwar ein Haus, aber wenn keiner da ist und einfach mal diese Gelegenheit habe, nackt durch die Bude zu laufen, ja. Vielleicht stehe ich ja sogar nachts nackt auf dem Balkon. Lisa fragt, hast du einen Sohn? Joke-Frage. Ja, hab ich. Bobby. Resect fragt, wie würde es aussehen, wenn du ein Selfie machst? Leute, das wollte ich euch wirklich nicht antun, denn das war mal ein Selfie von meinem besten Freund, denn er hat seine Führerschein TÜV Scheiß die Wandanprüfung bestanden. Ja, die hat er auf jeden Fall bestanden und der ist richtig glücklich darüber und ich ja auch. Bam! Also wir natürlich noch nicht. Wir sind längst noch nicht fertig, denn der Rocco fragt, wie sieht's unter deinem Bett aus? Leute, das wollt ihr euch eigentlich nicht antun. Das wollt ihr euch eigentlich wirklich nicht antun. Also, ich hoffe, das hat deine Frage beantwortet und es ist eigentlich alles nur Computermüll. Aber diese LEDs sind geil, ne? Yeah. Connor oder Connor fragt, wie würde es aussehen, wenn du dein Video nicht bearbeiten würdest? Hey Yoshi, wie würde es aussehen? Da wären dann einfach keine Schnitte drin. Einfach gar keine. Und ich finde, das ist ein bisschen blöd, oder? Der Timo fragt, wie sieht ein Tag bei euch im TS aus? Leute, ich kann euch das eigentlich nur so beschreiben, wir sind uns den ganzen Tag am Beleidigen, aber eigentlich haben wir uns ganz, ganz dolle lieb. Und ja, der Ötz macht immer auf dicke Eier, so wie eigentlich immer. Und eigentlich muss ich noch ein Lied über den machen, wie beschissen der eigentlich ist. Ich zeige euch einfach mal einen Ausschnitt, der war von letztem Abend, meine ich. Oder von gestern so. Ja, der war von gestern, glaube ich, gestern Nacht. Und ja, da hat der Julie irgendwie mich, ich weiß auch nicht, Leute, zieht euch einfach rein. Das ist nicht normal. Also nicht normal. Oh fuck, Alter, bei mir geht gerade alles drunter rüber, Junge, wie oft willst du mich noch einladen? Ich komme gleich zu dir. Oh, ich krieg gerade Panik. Digga, ich hab dich das erste Mal eingeladen. Du ja, das bist aber nicht du, du kleiner Uhren zu uns getroffen, das möchte doch dieser Scheiße, du kleiner Schmerz. Ich hab auf dein Gesicht kurz und dir so heftig in deine Nase scheißen, Alter. Alter. Was hast du denn für Anfälle? Also Leute, ich bedanke mich auf jeden Fall, dass ihr eingeschaltet habt. Ich hoffe, ihr hattet einen kleinen Einblick in unserem TS-Gespräch. Also nicht besonders nett, würde ich mal sagen.
Und ich wünsche euch noch eine wunderschöne Woche. Und ich meine, wir haben bald Wochenende, Leute. Wir haben es fast geschafft. Fast Wochenende. Und ich hoffe natürlich, euch hat das Video gefallen. Wenn ihr mehr solcher Videos haben möchtet, schreibt mir ganz viel in die Kommentare, Leute. Ganz viel in die Kommentare. Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Nicht vergessen, in die Kommentare zu schreiben. Euer Yoshi und Boom.